einen Stream schreiben will, muss er dann überall alles bezahlen. Genauso Ist wie der Dings. Mr. JJ ist aufgetaucht im Chat. Hallo, guten Abend, schön, dass du da bist. Ob Fang gut ist, ist eine groß, ein großes Rätsel. Ja, ich weiß nicht, ob ich sie. Oh Gott, ich sehe das Grauen. Ihr dürft jetzt eigentlich im Übrigen raufkommen. Normalerweise müsstet ihr mich sehen. Okay. Kaffeemann, ich muss dich leider beenden. Sonst habe ich bei mir Störungen. Kein Problem. Also bis dann, Kaffeemann. Ich sehe deine. Ich sehe die Farm noch nicht. Olli, siehst du die Farm? Ich, nein. Warum nicht? Jetzt sehe ich sie. Aha. Ich sehe das Grauen. Du siehst das Grauen? Ja. Immer noch nicht. Doch, also ich... Hab sie. Ah, ja. Okay, also ich hab sie nicht. Midas, du hast sie? Ja. Ah, Midas ist schon da. Bin auch Hallo. Du hast, du hast ja schon mal geschrieben, dass du Schwierigkeiten hattest. Dings. Hast du da keine Antwort bekommen? Nö. Achso, jetzt sehe ich. Steam war down. Ach so, ja. Ah, okay. Ja. Gestern auch. Ja, hallo. Der Hut. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Ihr seid doch bestimmt alle an der Busse. Ich kenne jetzt gerne die Men in Black Musik. Darf ich vorstellen, meine Wenigkeit und mein neuer Hund, der Hasso. Oh, bist du zu lange unter der Sonnenbank gewesen? Ja. Alter, Jaws. Aber du hast auch gesehen, du hast auch schon gesehen, ich bin schwer gealtert. Ja, ich sehe das schon. Aber dir fehlt die graue Schläfe, du. Oh Gott. Also wir sehen, Sigi hat Stream nachgeguckt hier bei Twitch. Wer nämlich die Streams Alter, verpasst, kann die ja hier auch bei Twitch nochmal nachschauen. Und wir hatten ja im letzten Stream hatten wir ja beschlossen, uns alle schwarz zu kleiden, um Sigi ein bisschen zu ärgern. Er hat uns gerade einen dicken Daumen gezeigt. Aber es ist cool. Es ist cool, muss ich ja sagen. Und eure Miezen sehen ja so schick aus, ne? Eure Miezekatzen sehen ja so schick aus. Eieiei, ich liebe es. Ja, Midas und ich gehen heute Partnerlook, sogar rucksacktechnisch. Ja, das passt sehr durchaus gut. Ich auch. Okay. Wie geil ist das denn, bitte? So. Oh, Siki. Oh, jetzt hast du uns ja echt übertroffen, ne? Ich muss erst einmal tanken gehen. Ihr wolltet... Mit Schwarz, ja. Alles in Schwarz haben. Et voilà. Oh, wow, dazu? Ich bin beeindruckt. Komm, ich falle rüber. Hat dich einmal schwarz überfahren. Oh, ich bin beeindruckt, Sigi, wirklich. Also du hast ja wirklich noch dem Ganzen die Krone auf. Ja, der Traktor ist aber auch mal nice. Das ist schon, der ist schon, also die Walze hat schon Art, ja, also da. Oha. Ist ja gar nichts. Ne? So, es gibt Wassermelone. Ich gehe mal die 1000 Brunnen abernten, ne? Ja, die 10.000. Hier ist meiner, ganz in schwarz. Zeig, wo bist du? Wo bist du? Ich bin bei den Brunnen. Hinterher. Ach, hier bin ich. Hier ist immer gut. Hier und da. Ja. Oh ja, oh ja. Ja, auch wieder noch ein anderes Modell Walze. Ja, schön. Ja. Auch mit Totenkopf dran, ne? Jawoll. Ja, klar. Wie? Wer ist er mit Totenkopf? Erinnert mich an die Todesfeiertage der Mexikaner. Ja. Ja, wir wollten eigentlich Sigi ärgern, dass wir uns wirklich in Schwarz kleiden. Aha. Ja, da gucke mal bei mir, ne?
Barbies. Und, ja, auch ein Totenkopf und ein Alien, ja. Ja, ja. Und? Was sagst du jetzt dazu? Ich bin begeistert. Ich bin da ja. Da habe ich euch doch wahrscheinlich ein Näschen gezeigt, hä? Ja, hast du? Ja. Aber ein ganz gewaltiges Näschen. Ja. Wir hätten uns auch noch wirklich in Braun machen sollen, aber ich finde mich weiß so ein bisschen hübscher, ne? Ach, da hat einer keinen Sprit gekriegt. Ja, das hat nicht gereicht, ne? Wir haben 5 Tankstellen, Leute. 5? Ja. Habt ihr 4 gesehen? Die 5. sind ja... Lass ich dich mal machen und geh da hinten. wenn er den Träger voll hat, dann ist... Wir brauchen... Was war das? Oregano? Oh Gott, ist nicht voll. Ich renne. Ich fliege, ich eile. Ich muss erst mal gucken hier. Wir haben ja alles umgebaut hier. Wo ist meine Fruchtpresse da? Da ist meine Fruchtpresse. So, ist jetzt wieder ein bisschen Platz? Ja, ein bisschen, ne? Tankstelle, wo ist eine? Aber ich sage euch eins, dieses Outfit ist nur für diese Woche. Warum? Das ist doch Schnicke. Ihr wisst, ich hasse schwarz wie die Pest. Deswegen wollten wir das ja machen. Ja. Und ich habe auch meine Begründung dafür. So, Quests. Aber kannst du gleich mal mit ins Baumhaus kommen, Andrina? Ja, ich komme sofort. Ich komme mit. Plymouth Rockhoon. Weißt du schon, was ich vorhab? Ja, Bambus. Ich weiß, was du vorhast. Wir brauchen Bambus 50, Oregano 28. Wir brauchen Paprika gelb 50 Stück. Und die Elefantenaufgabe von vorletzten Stream. Alpine Ziege und Ginkgo Biloba. Das klingt doch schon mal durchaus positiv. Ginkgo Biloba ist wahrscheinlich ein Dings, ein Baum, oder? Baum, genau. Ja, ich komme ins Haus. Ins Haus, in den Dings, oder? Ja, hier rein wahrscheinlich. Ja. Ja. Genau das. Da ist er. Oh, das ist der aus der Schneequest, ne? Von der Schneequest. Mm. Ich habe nicht gewusst, wo der gewesen ist. Hallo Hans, würdest du mitspielen wollen? Deswegen habe ich mir die Freiheit genommen, dir den jetzt hier ins Baumhaus reinzustellen. Ich knutsch dich auf die Wange. Danke. Soll ich dir den auch noch in dein Backsteinhaus reinstellen? Ist das schon fertig? Ich muss mal kicken. Na klar, ist der fertig. Ich muss erst mal kicken. Aber keiner kickt. Moment bitte, es kostet aber auch Tickets, gell? Nicht nur Diamanten. Kostet auch Tickets, der. Der Bär? Der Bär, ja. Oh ja, 3 Tickets. Ja, die 3 Tickets. Warum nicht, du Feigling? Also nicht du Herr Siggi, sondern Hans. Du hast gerade Feigling gesagt. Ja, zu Hans, nicht zu dir. Nicht zu mir? Nein, zu Hans. Weil du immer genau weißt, dass ich das auch mache, ne? Nein, Hans traut sich nicht rein. Warum nicht? Socke. Ich habe dich noch nicht gebissen. Oh, hier steht schon ein Bett. Hier steht ja schon ein Bett im Haus. Ja, weiß ich. Gute Nacht. Wieso steht hier schon ein Bett im Haus? Oh, hier wird wahrscheinlich die Küche. Oh, ein Badezimmer. Oh, wir brauchen Dias, Leute. Wir brauchen Dias. Gelbe Paprika, ne? Wieso ist die jetzt gegangen? Die ist fertig. Du bist fertig? Die gelbe Paprika ist fertig. Hä, das war eine neue Quest. Ja. Nein, die habe ich zu dem Zeitpunkt geerntet, wo du sie vorgelesen hast. Braunspargel. So. Was brauchen wir? Wir müssen erstmal wieder gucken, was wir als erstes pflanzen zwecks der Dings. Spargel dauert wie lange? Wieso war das 294K? Das reicht aber nicht, um ein ganzes Haus einzurichten. Nee, aber um
was zu kaufen, dass ihr was setzen könnt. Wie lange der Spargel nochmal? Eine Stunde. Na, lass uns den machen, den können wir runterhandeln. Moment, ganz dumme Frage, Midis, bist du rausgeflogen? Warum? Weil du nicht mehr da bist. Moment. Midis spielt ihr eigenes Spiel. Anscheinend, wie letztes Mal Sigi. Sigi, ja. Sigi, warst du böse, dass die Folge hieß, du spielst dein eigenes Spiel? Nö. Die war eine Folge nach mir benannt. Da war doch mal ein Highlight. Bitte? Ich bin eigentlich nicht rausgeflogen. Moment. Irgendwer ist rausgeflogen. Nee, Sigi ist rausgeflogen, oder? Ich komme jetzt Sigi wieder rein. Ich bin jetzt gerade rausgegangen, aber ich komme jetzt wieder rein. Also, ich bin nicht rausgeflogen. Eigentlich sind alle da, ja. Kann mal einer die Gemüsestände abkassieren? Ich bin da gerade schon bei gewesen, aber es ist halt reichlich da. Ne? Warum kann ich jetzt hier nichts setzen? Wo kannst du nichts setzen? Auf dem Feld, wo die Brunnen sind. Andrina ist nicht da. Die Farm ist. Andrina ist da. Nein, bitte? Ich sehe deine Farm. Ja, aber okay. Die Elavis Farm, aber nicht. Ja, ja, es ist, ich mache, aber es passiert nichts. Ja, ich auch. Ich, okay. Ja, ja, nee, wir müssen alle mal runtergehen. Ich glaube, wir müssen nochmal von vorne anfangen. Oh, Menno, ich will nicht. Ja, es geht aber wohl nicht anders, weil ich kann hier tatsächlich, ich mache hier, aber es passiert gar nichts. Dann geht doch einfach mal raus. Genau wie bei mir. Wir gehen ja schon. Wir sind ja schon weg. Aber wir kommen wieder. Ich sehe euch schon wieder. Ja, ich befürchte sowas. Ich bin auch weg. Ich habe es ganz ausgelockt und das Spiel beschlossen. Geschlossen. Seid ihr alle weg? Das wäre jetzt nicht nötig. Ja. Sigi Schumiga hat die Sitzung verlassen, Lavis hat die Sitzung verlassen, Jokermint hat verlassen und Waterkant hat verlassen. Ja, wir sind halt verlässlich. Ja. Dann machen wir einmal Spiel verlassen. Ja. Bist du auch nicht mehr zu sehen hier im Filter, unser Freunde. Ja, ich habe keine Freunde. Ei, du Arme. Sollen wir dir ein paar schenken? Jetzt bin ich aber geknickt. Nein, ich Leute, also wenn ich auf irgendwas verzichten kann, dann auf das. Hallo Mickey. Immer noch nicht. Ich starte gerade das Spiel neu. Ah, okay. Ne, immer. Ich bin ungeduldig. Geht untief tauchen? Nee, nur wenn ich Olli da reinstecke, aber das lässt er nicht zu. Aha. Das lässt Olli nicht zu. Brunnentief tauchen gibt's heute nicht. So, oh, nochmal. Gluck, 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 back war er. Warte mal. Ich habe ja schon bei mir auf meiner Farm alles angesetzt, auf meine ganzen Felder. So, ich bin jetzt da. Wieder. Ja, sieht man. Ach nee. Große Farm. Jetzt kann ich die scheiß Brunnen wieder von vorne anfangen, ey. Also, ich sehe sie schon wieder nicht. Suchen nach Spielern. Also, Olli ist da. Olli ist schon da. Den sehe ich schon. Bin sowas von da. Ich sehe dich auch noch nicht. Midis ist auch da. Ich sehe dich auch nicht. Sigi, Augen auf im Straßenverkehr. Ich habe extra meine Brille auf Hochglanz poliert. Jetzt. So. So ein Brillenglas sollte sinnvollerweise durchsichtig sein und nicht glänzen. Danke, ich mag dich auch als Freund. Du, Sigi spielt ständig auf der falschen Farm. Ich glaube wirklich, Sigi hat seine eigene Farm. Du. Ja, sicher meine eigene Farm. Nein, ich meine jetzt gerade. Ja, jetzt habe ich dich auch gesehen. Okay, jetzt bist. Okay, also ich bin jetzt da. Jawohl. Ja, das ist jetzt bringt das auch was wir hier tun. Ich bin jetzt auch wieder. Ich bin auch wieder anwesend. Ich weiß, ich sehe schon. Nein, Olli habe ich gesehen. Alles klar. Ich sehe schon, kommen, dass ich jetzt den ganzen Abend hier Brunnen abernten muss. So, hier hast du nichts drin. So, was wollen wir denn hier jetzt? Hast Spargel. Auch Spargel. Fange ich damit doch einfach mal an. Oder? So, jetzt gucke ich noch mal ganz, jetzt muss ich noch mal ganz Andrina, wo hast du denn jetzt die fünfte Tankstelle? Hinter der Baumfarm. Versteckt. Also, wir brauchen noch das Rockhuhn, das dauert noch. Hier brauchen wir Bambus, das dauert auch noch. Und Oregano. Oregano? Hat es 12 Stück irgendwo? Ja, und bei den Blumen.
Okay. Also die waren vorher reif. Und die Ginkgo Biloba haben wir 9 und die alpine Ziege, das dauert noch. Und für immer zusammen 90 Spargel. Wir haben 90 Spargel gepflanzt, wir brauchen nur 30. Ja, der Rest bringt ja auch gutes Geld, ne? Das darf man ja nicht vergessen. Okay, ich hab einmal weggeguckt. Wir wollen ja nicht auf Dauer hier von Brunnen abhängig sein. Du kannst übrigens mal die Brunnen ernten. Darf ich dir denn noch eine Tankstelle hier hinstellen? Ausnahmsweise, aber das ist dann auch die letzte. Denn ja. Ich will Schleifen sammeln. Ich hab doch nur gefragt. Nein, hättest du gesagt nein, hätte ich das nicht gemacht. Du verstehst, was ich meine? Nein, ich bin blond. Ich weiß, dass du blond bist. Ehemann, kannst du mal die Brunnen ernten? Ich bin gerade damit fertig geworden. Ernsthaft? Genial. Kannst du gerade die Brunnen ernten? Ich bin damit fertig geworden. Ja, ich war gerade durch, Mensch. Im Übrigen habt ihr kein Bambus-Gedingsbums. Ne, wollte ich nur mal gesagt haben. Guck mal, jetzt knallt das ja hier wieder rein. Hier, und hier der Geldbaum, der muss auch noch geerntet werden. Was ist denn hier los? Bambus das hat es 18 Stück. Ja, ja, der war vorhin fertig. Okay. Ja. Ja, wir haben ja jetzt Herbst. Oder ja, was ist das jetzt? Bulli. Ja, siehst du? Guck mal hier, die, ich weiß gar nicht, was du hast. Hier steht doch eine volle. Huch. Hier sind noch Fälle, die müssen hier weg. Die müssen hier weg, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Das will ich. Nee, will ich, mag ich nicht. Das mag ich überhaupt nicht. Was magst du nicht? X. Ja. Also das mit den Brunnen ist ja auch eine Arbeit für einen, der Vater und Mutter erschlagen hat. Ne? Das ist ja nun wirklich ernsthaft hier, du Wei der Daus. Ihr wolltet das so. Wieso wir wollten das so? Ziggy, du bist unschuldig diesmal. Ich wollte gerade gesagt haben, ihr wolltet das so, dann ihr mit bei mir nicht. Hätte ihr das gewollt, hätte ich auch was Entsprechendes gesagt. Ne? So ist es immer nicht, ne? Also wirklich. Ja, also sowas. Sowas. Ja. Also ehrlich. So, und jetzt mache ich dir ich hier noch unbedingt, was. Ich mal gucken, unbedingt, ob das klappt. Dias. Ich brauche Dias. Ja, wir sind ja schon dabei. Buenos Dias. Also, ja. Buenos Dias. Habt ihr den Spargel mal gegossen? Habe ich gerade gemacht. Ja, das habe ich. Das der müsste ja eine halbe gesehen. Stunde fertig sein. Na, nicht ganz. Oh, guck mal. Oh, ist sie nicht süß. Oh. Mehr Fehler willst du ja nicht haben, gell? Nein, reicht. Nee, das kriegen wir nicht bepflanzt. Oder? Das bepflanzt kriegt ihr das. Oh, Leute, wir haben 322.000. Ja. Deswegen habe ich doch gesagt. Da müsste man eigentlich sagen, da müssten Felder her. Da müssen Fische her. Ich pflanze noch mal dahin so ein bisschen Dödelkram. Ne? Ah, hier ist noch eins. Oh, das nehme ich jetzt, das nehme ich. Das Feld ist mir. Da kommt Spargel hin. Wir haben keine Clownfische? Wieso haben wir keine... Weil wir den gefrühstückt haben. War der Meinung, wir hatten schon Clownfische. Also Spargel brauchen wir keinen mehr. Irgendwas anderes. Wir haben schon 175 Spargel und wir brauchen nur 30. Ja, vor allem okay, jetzt ist euer Feld voll. Okay. Ja, gut, das schadet ja jetzt auch nicht. Du hast mir das gerade zu spät gesagt, Jungdern. Ja. Also Oregano könnte man doch ein bisschen brauchen. Da haben wir nur 12. Ist das eine Blume? Nee, das ist ein Gewürz. Also Moment, das ist eine Blume. Ja, unter Blumen, ja. Ach, kostet aber Diamanten. Nee, das dann nicht. Oder? Doch. Wir brauchen mal. Ja Diamanten. Mach wir mal, brauchen mal. Doch Diamanten. Ja, aber, aber. Aber. Aber der kostet. Moment, der kostet 25. 25 Diamanten, das ist ganz schön viel. Nee, das ist zu viel. Und beim Ernten kriegst du 10.
Das ist ja noch das Bescheuerte dabei. Ja, aber du erntest den ja nicht nur einmal. Das musst du ja auch mal sehen, ne? Ach so, ich dachte, das wäre jetzt... Aber irgendwas, 1, 2, 3, 4, 4, 2, okay. Willst du nochmal auf die anderen neuen auch noch Zucchini draufsetzen? Wer ist denn das hier? Ah, warte, du warst es doch gerade hier, also. Schwupp, und schon habe ich ja weggegossen. Ha. Ja, das ist was weg ist, ist weg. Das ist gut. Ach, hier hinten so ein paar Felder, die können wir auch mal irgendwie pflanzen. So. Und gerade die Tankstelle ein bisschen ausgekostet. Ich gebe gerade mal ein bisschen Geld aus im großen Stil. Jo. Im großen. Und ich sammle hier einen kleinen Stil in Körbchen. Aus dem Brunnen, oder was? Ja. Ich müsste das nicht machen. Das ist wirklich eine Arbeit, die für Vater, die, wo Mutter und Vater geschlagen worden sind. Wirklich, also. Na, aber da hammert ja der Hai. Ja, aber richtig, du. Ich guck noch mal nach dem Billigen, aber die anderen sind alle. Den haben wir, den haben wir, den haben wir. Den haben wir auch, den haben wir, den haben wir. Den haben wir noch nicht. Oh, nee, doch, den haben wir auch. Wir haben nur noch einen Fisch nicht. Tatsächlich. Bitte? Und der ist teuer. Das Steinhaus ist ja auch fertig, ne? Mides, kannst du hier mal einen Zaun zwischenmachen? Ja, kann ich machen. Bevor ich den hier setze. Ja, ja, ja. Dazwischen, wo ich jetzt. Ich hab schon. Sonst vertüdeln sie die hier zusammen. Und leer. Ja, Sigi, ich hab's auch gerade kaum glauben wollen. Ich fass es nicht. Dankeschön. Ich fass es nicht. Das ist echt unglaublich, ja. Unbelievable. Oh, was sagt ihr dazu? Alter Schwede, ich hab hier. Wie viele Fische habe ich jetzt gemacht? 4, 5? Das ist cool. Das ist cool. Wo ist der denn? Wo ist denn der Billigzaun? Der Billigzaun. Problem ist leider, dass ich den Zaun da hinten nicht umdrehen kann. Das macht so, wie es aus. Weil der Stein ist. Da sind sie mit ihren Presslufthämmern am Ackern. Sehr schön. Wunderbar. Mhm. Ja, ich habe die Fischfarm ein bisschen vergrößert jetzt. Arbeit ist, das macht doch das Leben schön. Ich könnte stundenlang zugucken. Also das ist wirklich toll. Sieht gut aus. Mach uns mal den Hans, sieht das macht aus. Nichts. Oh Gott, ich krieg morgen welche auf die Mütze von Hans. So wie sieht das jetzt? Hier geht nichts mehr hin. Och, wieder. Hier geht kein Fischteich mehr hin. Wo geht kein Fischteig mehr hin? Wo nee, ich hier nicht. Nee, hier nicht. Nee, hier geht nichts mehr. Nee, aber wir brauchen. Ich glaube, wie Fische haben wir jetzt alle? Ups, ach, ich bin so blond. Alle im Sinne von alle? Echt? Willst du da was anpflanzen neben dem Fischteig hier? Nein, ich habe da. Ich habe mich doch vertan. Sigi, alte Frau und so. Alte Frau und so? Ja, was haben wir denn noch an Geld? 24. Was können wir denn noch für Tierchen machen, Mensch? Ach, genug. Auf Pferde haben wir auch noch keine, aber 7,5, doch geht. Nee, 4 mal 7, 28, schade. Wieso sind die denn so teuer? Ja. 4. Von nix kommt nix, ne? Die sind so teuer, die Ziegel. 7K. Aber bring dir dann auch wieder 9,86K, gell? Ja, aber ich brauche... Aber es dauert. Aber die Fütterung alle 2 Stunden kostet auch 2K. Also ist die Einnahme gleich ganz gering. Obwohl ein Pferd ja edel aussieht. Ja, auf das Pferd bin ich ja, auf den Holsteiner bin ich ja, ne? Ja, ja, ist das Holsteiner Pferd, da meine ich. Wir sprechen vom gleichen Pferd. Sieht ja edel aus, ne? Also, ich würde ja vorschlagen, lieber
zu spät. Okay. Tada. Also. Und schon ist die ganze Kohle wieder auf 2,5 und das ist unglaublich, wie das immer wieder. Man denkt immer so, man müsste irgendwann mal so den Punkt erreicht haben, wo man immer irgendwie so ein bisschen was liegen hat. Weil, ne, schon viel reingekommen, so viel gibt man nicht mehr aus, aber nee, keine Chance. Kein, aber wir haben so viel Geld in den Brunnen, ganz ehrlich. Naja, viel ist jetzt viel, fährt man mit dem Wagen, ne? Also das ist. Wo ist denn hier der Freiwillige, der die Brunnen immer leer macht? Der geht jetzt da gerade. Bin ich hier wieder der. Der läuft da gerade durch, du. Oh. Der läuft da gerade durch. Mhm. Ich meine, im wirklichen Leben würde ich das machen. Immer so, so eine Reihe durchlatschen, jedes Mal 25 Tagen. Weißt du, das ist, da würde ich. Ich habe gerade das. Ich habe gerade 10.000. Ich habe mir gerade 10.000 für mein Pferd geholt. Zu spöppöppäbäd. Ja. Wo ist jetzt mein Geld hin? Ja, da müssen wir jetzt warten, bis hier wieder irgendwas geerntet. Da, noch weiter. Wer auch immer was macht. Das Holzstein, der braucht 7, noch was, ne? Warte mal. Oh, 7,5. Leute. Wo ist denn der Holzsteiner jetzt? Der kann man ja drin hier. Eine Liste von hier. Ja, weil er gerade, weil wir schon wieder kein Geld haben. 7,5 brauchen wir. Also, drei Minuten sind hier, ist hier so ein bisschen das schöne Pferd. Fertig. Das schöne Pferd, ja. Das sieht sowas von schön aus. Oh, wie, weißt du, der Hans, ne, der hätte locker, und zwar richtig locker hier die Brunnen abernten können. 3 Arbeitsschritte. Oder nicht? Früchte. Ja, aber. So, die eine, ich die andere Seite. Jo. Der das mit den Brunnen kannst, na klar, das ist der Hans. Aha. Trauben 22, das könnte gut gehen. Ach, da muss man schon mit 2 Personen dran sein, die Brunnen zu ernten. Ja. Wir müssen hier personell ein bisschen aufstocken. Personell. Ich hab gesehen, wie Andrina letztes Mal die Brunnen gesetzt hat. Was? Ich war das nicht, bin unschuldig. Doch, du warst das. Ja, bitte komm rein, ja, Hans. Wir haben Videobeweis. Genau. Hans, komm rein, du kannst dich den ganzen Abend hinstellen und Brunnen ernten. Das ist wirklich überhaupt nicht. Dann hat Andrina wenigstens ein bisschen Geld, um ihre Pferde zu kaufen. Lol. Hans, du kannst natürlich auch andere Sachen machen. Also, ne? Er hat so geschrieben, es wäre sein Lieblingsjob. Also er hat geschrieben Shop und nicht Job, aber Also das ist etwas, was er gerne tut. Mhm. Ja, immer beigehen. Das weißt du doch. Mhm. Ich weiß das Neueste. Ich kriege morgen meine Ölpumpe. Und was macht die? Ölpumpe. Da, wenn du die an der Zehnertank, an der großen Tankstelle mit anschließt, hast du mit einem Hopster deinen Tank voll. Was also, kostet größer, das? Das weiß ich noch nicht. Ja. Das sehe ich doch erst, wenn ich das freigeschaltet bekommen habe. Ich habe mir eine Zwillingsschwester. Ich habe mir eine Fütterungsanlage gekauft. Ja, habe ich auch. 80 Schleifen. Ja. 80? 80? Naja, einige haben es halt dicke. Ne? Ja. Einige haben es ja echt dicke. Ne? Die braucht für einmal Fütterung 100.000 Gold. Aber? Da habe ich sie wieder weggetan. Aber die hat alles gefüttert, oder? Nein. Ja. Damit kannst du Futter aufbereiten. Ach so. Ja, aber das, im Grunde genommen hat sie nur bei mir Getreide gefressen oder gebracht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat sie mir nichts gebracht, gar nichts. Ich habe sie wieder abgestoßen und habe wenigstens die Hälfte der Schleifen wieder zurückgekriegt.
Ja, das ist der Verlust aber auch nicht ganz gering. Ne? Manche Dinge muss man einfach erstmal lernen. Und Leute, der Spargel nur noch 23 Minuten, ne? Ja. Ja, das geht schon bald los hier. Ne? Ihr wart ja schon. Ja, meine Dias sind ja ganz schön zurückgegangen, alter Schwede, wa? Ja. Wir hatten mal 1000 D, Vergangenheitsform, ich weiß. Jetzt haben wir Brunnen. Tja, weißt du, du müsstest hier deine Blumen, dein Blumenstand, dein Eierstand, okay, dein Brot, deine Bäckerei. Wenn du das alles abernten könntest und deine Molkerei, dann hättest du Dias. Das Problem ist, wenn meine Tiere nichts zu essen kriegen, machen sie auch keinen Kacker. Nüsse müssen wir auch mal wieder anbauen, damit du wieder Nussstand ernten kannst. Ja, das können wir ja als nächstes machen. Okay, und Wolle? Erdnuss-Invasion hier. Oh, du machst mein Wolle, Pferdchen dahin. Ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Wolle kriegst du ja auch nicht, weil du ja keine, weil du ja die Tiere nicht fütterst. Sag ich doch. Dankeschön. Die Fruchtpresse, die gibt auch nicht viel. Die braucht noch Minute bis 40. Also ich muss ehrlich sagen, die Fruchtpresse ist meine Lieblings-Erntemaschine. Ich habe da ungefähr, ich habe 4 Stück. Und die geben Marmelade. Und die Marmeladenpresse gibt, oder die Marmeladenfabrik. Gibt Schleifen. Schleifen, genau. Genau. Deswegen habe ich immer gesagt, den Obststand nicht abkassieren. Mhm, genau. Wir wollten die Schleifen im Übrigen für das große Lagerhaus haben, war das nicht so? Kann sein. Warum sehe ich wieder nur 3 Pferde und es sind 4 im Besitz? Ich sehe auch 3. Mach dir keine Sorgen. Weil nur 3 drin sind. Aber es sind 4 im Besitz. Ja. Ja, 4 Felder. Vier Felder sind auch im Besitz, aber die kommen. Es wird wieder erscheinen, glaub's mir. Die große Scheune, die du möchtest, ist Farm Level 28. Ja, das schaffen wir locker. Boah. Ja, ist schon viel zu tun, würde ich mal so sagen. Ne? Obststand oder Obstquetsche? Obstquetsche, wo bist du? Ne, alles gut, ist noch nicht so weit. Ich hab grad noch Bananen geerntet. Die Presse braucht noch 5 paar Sekunden. Ja, ich hab 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Auf der alten Farm hatte ich 2 Fruchtpressen. Go! 5 Dias mehr für dich. Sehr schön. Es dauert aber wieder 4 Minuten und 55 Sekunden. Lavisina, auf der alten habe ich 2 Fruchtpressen gehabt. Aha. Ja, ich habe das mal. Ich dachte, jetzt der Spargel. Ich habe das mal nachgerechnet und festgestellt, Fruchtpressen sind am lukrativsten. Ja. Und dann Marmeladenstand. Die Fruchtpresse beliefert ja quasi den Marmeladenstand, oder? Genau, ja. Ja. Gibt Diamanten und die Marmeladen, der Marmeladenstand gibt dann noch eine Schleife. Okay. Tja, Andrina, wenn er bei mir auf die Farm kommen würdest, da würdest du frech gucken. Ja. Ja. Alles gut. So, wie sieht's denn beim Spargel aus? Habe ich gegossen. Sehr gut, 13 Minuten der hier vorne. Den anderen, den gieße ich jetzt. Das klingt erstmal nach einem guten Plan. Habe immer gute Pläne. Ja, Sigi, du bist, wir nennen dich auch mit zweiten Namen Stratege. Der Organisator hier sozusagen.
Na klar. Logisch. Und dann Sabina kriegt ja einen Lachkrampf. So. Das ist aber Andrea, so, ihr Problem. Wir haben hier keinen Hans der Brunnenerde. Das ist ja echt bedauerlich. Ja, ich weiß nicht. Ich aber wo sind mich, denn erfüllt hier? Es, mich erfüllt es mit Stolz zu sehen, dass du mein Iglu noch nicht weggerissen hast. Das war Glückssache. Das war Glückssache? Ja. Aha. Warum habe ich keine Badewanne? Weil du eine Dusche hast. Und wo? Guck mal nach. Was glaubst du, was Gott? Ich bin hier am Ende. Ich pflanze mal ein bisschen Salat, ne? Damit ein bisschen was reinkommt. Ich habe auch Salat gepflanzt neben meinem Baumhaus. Okay. Baumhaus. Eisbär-Teddyhaus. Ja. Nein, warum soll ich das wegreißen? Das ist doch voll schwachsinnig. Würde ich nie tun. Vor allem, es sind noch 4 Entchen drin. Eben. Ich bin dann überlegen, ob ich das nicht umändere in, mit den Bojen, dass ich da auch noch Enten rein tue. Bei mir nein. Das bleibt mit den jetzt Bojen, das gefällt dir? Das bleibt jetzt so, wie das ist. Gut. Bleibt alles so, wie es ist. Klappe. Oh. No. Klappe. Ach, da habe ich auch noch ein Feld versteckt, stimmt ja. Ich glaube, ich finde das. Das kannst du vergessen, ne? Was suchst du denn? Irgendwas für mein Badezimmer. Ist vielleicht noch nicht freigeschaltet. Ja. Das macht mich traurig. Tiefe Trauer durchzieht mein Herz. Ach, schon wieder mal. Ach, du armes Mädchen. Ich weiß. Du armes, armes Mädel. Steckst dir. Danke, ich hab dich auch lieb. Längs, quer oder von oben nach unten. Da muss man das auch mal ein bisschen definieren. Also ich meine so dieses meine, da kann man immer wenig mit anfangen mit solchen Informationen. Matt Mickey schreibt, Andrina braucht noch einen Rapunzelturm zum Goldlagern. Ich hab Gold, Leute. Ich hab Gold. Ich kann schon wieder Tiere kaufen. Ha! Dann aber flott. Zett, ziemlich zügig. Mach schnell, wenn du weißt, dass du langsam bist. Nur so das kann man. Das sag ich dir. Hans, das sag ich dir. Was mein armes Herz alles. Ich hab mich verlaufen. Was mein armes. Was mein armes Herz alles aushalten muss. Wirklich. Er sagt nur, wir sind so gemein zu dir. Alle. Und? Lavis ist weg. Ja. Warum? Weil der. Weil Lavis will nicht mehr mit uns spielen. Nö. Sigi ist auch weg. Dann fehlen jetzt nur noch, dass Olli rausfliegt und dass Mides rausfliegt. Ich bin noch also, da. Eigentlich, wer hat denn die Nüsse gepflanzt? Ist das Rausfliegen doch eigentlich immer Mides ihre Aufgabe? Ne? Naja, die ist heute noch da. Seh sie noch. Sie steht noch vor mir. Sehr merkwürdig. Ich bedenke, dass ich heute dreimal schon Probleme hatte. Vielleicht ist Diem ja nicht so willig. Das Sigi ist schon wieder da. Ja, ich habe gerade geguckt, Diem ist voll da. Also daran lag es nicht. Diem ist voll? Diem hat heute einen. Jetzt ist Mides weg. Ja. Sigi ist wieder da und sie und Mides haut ab. Was macht die jetzt hier, Bäumchen? Wechsel dich oder was? Ja. Aber ich kann ja sowieso nichts machen. Ich finde keine Spiele. Doch, jetzt. Mickey. Gerade eben dran. Mickey, was, wir haben hier unser eigenes Griechenland. Okay, dann hat Steam ja doch irgendwelche Probleme. Ja, anscheinend. Lavis ist da.
Ja. Also, wenn man sich nicht ganz sicher ist, ob Steam jetzt down ist oder nicht, auf Twitter gucken und schauen, ob Hashtag Steam down trendet. Wenn ja, ist es down. Ich sag's mal so, bei Suche nach Farmen habe ich eine, die komme ich jetzt. Aha. Ja. Ihr werdet gleich sehen, welche. Meine. Genau. Eine Farm. Sitzung konnte werden. Okay. Das klingt jetzt nicht so unbekannt. Das klingt nach keinem guten Plan. Nein, überhaupt nicht. Nein, stand gerade dran. Du hast Probleme, wir hören dich nur noch halb, also gar nicht oder irgendwie so. Hört mich jemand? Ja, ja. Ich. Ich dachte schon wieder, der Problem liegt bei mir. Nein. Ich höre dich noch. Schockschwere Not. 4 mal 6 ist 28. Ach nee, 24. Dein Stream ist auch noch da. Ja. Medis, bist du noch da? Ja, da. Okay. Schockschwere Not. Ja, aber so ein bisschen im Hintergrund, ne? So ja, ja, so ein bisschen. Leicht quiekig, ja. Jetzt. Moment. Jetzt. Jetzt hat sie, jetzt hat sie. Ich habe das Mikro wieder runter, weil ich gerade Diskussion mit meiner Katze hatte. Ach so. Sandrinas Farm nicht. Musste ganz rausgehen. Schließen und von vorne anfangen. So. Musste ich auch tun. Die geheime Tankstelle ist gut. Da sind zwei geheime Tankstellen. Wo? Dann sind die nicht mehr geheim. Hinten bei der Lavisina, ich verrate dir jetzt ein Geheimnis hinten bei der Baumplantage. Ihr wisst schon, dass man die auf der Karte sieht, ne? Hallo. Hi. Gerade ist mein Bild stehen geblieben. Er hat gerade Hi gesagt. Ich war das nicht. Oh Gott, hilf mir, ich will nach Hause. Mickey schreibt gerade, Steam macht bei mir seit gestern Mucken. Dauernd ruckelt der Download und bricht ab, obwohl der Rest okay sagt. Ja, wir hatten gestern mehrmals keinen Steam. Was war denn gestern? Gestern? Gestern war Freitag. Gestern war Rising World, alles gut. Gestern war Rising World. Schlimm ist, wenn man rausfliegt, dann ist immer der Tank leer. Das ist das Gemeine daran. Das war Mides. Sag's. 5 Minuten, da 4 Minuten. Deswegen ernte ich auch jetzt gerade deine Brunnen. Ja, ich bin so arme Sau. Was müssen wir schon zu dritt machen? Ich kann noch mehr aufstellen, ist kein Problem. Nein. Das lehnen wir ab. Genau. Dann machst du es aber selber. Ich das selber machen, es macht. Dann erntest du deine Brunnen aber selber. Das seid ihr jetzt schon. So. Ich muss leider mal ein bisschen knistern. Es tut mir leid. Wenn das knistert. Nein, knister doch. Mein Mann hat das nicht vorher aufgemacht. Aha. Du kannst deine Kekse doch auch mal selber aufmachen. Mann. Das sind die Pfefferminztaler her von uns. Ja, oder die. Das sehe ich ja von hier aus nicht. Ich kann die auch durch die Wand töten, ist kein Problem. Ich armer Mensch. Weißt du, da schreibt er, ich sehe das hier im Chat, ne? Was der Hans alles aushalten muss. Hallo, kann mal einer von mir reden? Ja? Ist das mal drin oder was? Unglaublich sowas. Ich bin Maria, der Spritgeier. Ich hatte heute wieder so nette Kommentare unter meinen Videos. Ja. Das steigerte echt das Aggressionspotenzial. Bei dir? Ah. Also ich habe dir keinen bösen Kommentar geschrieben. Du hast gar keinen geschrieben. Ich bin immer so früh, dass ich die Kommentare noch gar nicht habe.
Man könnte manchmal meinen, es ist besser so. Na, Visina, wenn du bei mir jegliche Fehler findest, ne? Aber wenn du in einem Satz mit 5 Worten davon 3 falsch geschrieben, dann möchtest du schreien. Ich sage es dir. Das kenne ich. Ich sage es dir. Es ist wirklich. Es hat heute wieder mein Puls so hoch gehauen. Extrem Blutdruck. Blutdruck. Ja, ich habe nichts dagegen, wenn man mal einen Fehler macht. Wir sind alle Menschen. Aber, das geht gar nicht. So. Wenn einer frech schreibt, dann bin ich das. Und ich darf das. Wenn es nur um frech gehen würde. Das ist ja nicht der Punkt. Frech wäre ja noch lustig, aber... Nein. Also wir können jetzt quasi nichts machen, ne? Wir können schon wieder pflanzen, was wir wollen, ne? Ich pflanze immer Salat und ernte ihn auch gleich. Okay, Salat. Du hast es gesagt. Salat. Genau. Salat. Ja. Salat hört sich immer so gesund an. Salat ist schnell und bringt Geld. Nicht viel. Ja, aber egal. Sagen. Aber macht doch Beschäftigung, bevor wir alle wieder nur rumstehen. Ja, eben. Ich gieße mal gerade hier den Spargel noch ein bisschen. Aber das bringt nicht viel. Nein. Das Wort was? Gebeute? Das wäre ja noch harmlos. Ich habe wirklich einen Satz gelesen mit 5 Worten, wo davon 3 Worte falsch geschrieben waren. Oh, wer knistert da jetzt? Oh, Ehemann, ne? Nein, ich. Aber du isst keine Chips, bitte, ja? Nein, Brötchen. Aber Brötchen ist okay. Brötchen nackig. Brötchen nackig. Bloß keine Chips. Oh, oder auch doch nicht. Oder doch nicht, lass es. Oh. Vielleicht Mikrofon irgendwie wegtun? Ja. Oder lutschen. Vormachen. Zum Salter noch lecker Essig, Öl, Dressing. Zum Salter. Alles klar. Dann ist die Ente auch was für mich. Kannst du mal hier Öl, Dressing und so mal ein bisschen gießen? Dann kommt Micky nämlich zum Essen des Salates. Wieso muss man den Salat eigentlich schon wieder gießen? Ja, nee, braucht man ja nicht. Der ist ja eh schnell fertig. Also, das ist... Bei dem Gießen am Salat kannst du beibleiben. Also, das ist fast noch schlimmer als bei dem Brunnen. Ich muss mal zur geheimen Tankstelle. Oh, die ist ja fast voll, Mensch. Da ist es nicht daran, dass sie so geheim ist. Ich habe nicht mal viertel voll, mein Tank. So geheim. Die ist so geheim, dass ich die in meinen Tank nicht mal voll kriege. Also ich bin hinten bei dem Kohlfeld, bei der Windmühle. Ich wusste gar nicht, dass die so kaputt ist. Muss man die aufbauen? Keine Ahnung. Die ist so richtig, richtig kaputt. War Sigi dort? Ja, dann können wir den bekannten Schlager anstimmen. Ein Bett im Kohlfeld. So, es wird Herbst. Das heißt, irgendwas wird bestimmt gleich reif. Bambus. Nee, Bambus nicht. Nee, Bambus nicht. Kirschen auch nicht. Pfirsichbäume. Und Zypressen. Deine Madenbäume. Maultaschenbäume. Maden. Maultaschen. Kann mal jemand pressen gehen? Ich bin schon dabei. Pressen, Schatz, pressen. Presse raus.
Worte. Bilumineszenzbaum. Oh, der war gut. Der war. Ich bin stolz auf mich. Ja, weil ich nicht springen konnte. Das ist beim Anspringen gehindert. Mensch, Mädel. Was ist los? Ich habe mich am Springen gehindert. Es tut mir leid. Also fast. Ja, nur fast. So, Plopfische. Ich habe ihn am Springen gehindert. Am Springen? Mhm. Also alle rennen zu der geheimnisvollen Tankstelle und diese bleiben voll. Auch nicht schlecht. Ja, man verleiht einfach den anderen, diese andere Tankstelle, verleiht man so den Nimbus des Besonderen, sag ich jetzt einfach mal. Und dann hat man die anderen für sich. Das ist auch, das ist auch eine gute Kleine. Old McDonald's ist aufgestiegen. Das war Old McDonald. Nicht Old McDonald's, das ist was anderes. Oh, das hatten wir letztes Mal schon, ne? Ja. So. Ja, woher weißt du denn das, Hans, ob man da richtig atmen muss? Ja, sieh das so. Was ist es? Was ist der es denn? Schabargel. Der Schabargel? Schapargel. So richtig schön gerollter Spargel. War das nicht bei Raft so gewesen? Alle haben so einen Air-Drink gehabt, nur nicht der Ehemann. Herrlich. Warum kassiert denn hier keiner das Gemüse ab, Mensch? Weil ich mit dem Brunnen beschäftigt bin. Der Hans kommt nicht rein, ne? Das ist so eine feige Sau, du. Ehrlich. Oh, das muss ich jetzt auch mal so locker in die Laut gesagt haben. Hallo, Sunshine. Ist ja richtig geknickt, ja, ne? Komm, die ist richtig schick, die Frisur. Komm, das ist wirklich... Das ist der letzte Schrei. Mides, hast du eigentlich meine Augen gesehen? Oh ja. Oh. Huch, ich nicht. Macht nichts. Hast du nichts verpasst? Wenn du deine Tochter kennst, kennst du auch mich. Das. Den bleiben, aussteigen. Kannst du nicht von vorne kicken? Oh! Ja. Die Augen, alles ja. Klar. Ja. Ach, die Augen. Wie viele Augen hat denn deine Tochter? Wer sonst noch? Man sollte immer ein paar Ersatzaugen im Schrank haben. Ja. Immer. Also. Ja gut, meine haben jetzt einen schwarzen Schatten mit drin. Ja. Aber ich wollte einfach sein, weißt du? Einfach sein? Ja, einfach. Mir kann man nicht in die Augen gucken. Meine sind hinter der Brille versteckt und deshalb sieht man die Augenfarbe sowieso nicht. Ich vermute mal, deine Augen sind eh schwarz wie der Rest von dir. Ja. Ach, ja. Herrlich. Soll ich euch sagen, dass der Salat gleich fertig ist? Brauchst du nicht. Salat ist ja immer irgendwie bald fertig, mehr oder weniger. Ich gieße ihn jetzt aber nicht nochmal, ne? Sag mal, die eine Windmühle, wo Lavis gemeint hat, die steht ja gerade da. Ja. Soll die mal woanders hinstellen? Lass die doch da stehen, was hat die dir denn getan? So. Die ist einfach nur ein bisschen kaputt. Du hast die kaputt gemacht, das ist alles. Das würde noch vier Felder geben. Ja. Wow. Wir haben auch woanders noch Platz für Felder. Ja, boah, bruch wieder nicht. Kann man eine die Salatstände abkassieren, bitte? Ja, die ist kaputt, Sigi. Irgendwie. Da ist Sigi gegengefahren mit seiner schwarzen Walze.
Wahrscheinlich, ja. Moment, Labiswalze ist schwarzer, ja? Schwarzer, habe ich jetzt gerade richtig schwarzer gehört? Nein, ernst, als Steigerung zu schwarz? So wie der Schimmel, gell? Ohne Worte. Der weiße Schimmel, ne? Der weiße Schimmel, der schwarzer hieß. Alter. Das sind wahrscheinlich auch die Leute, die sagen, die Mehrzahl von Schrank ist Schrank. herrlich. Mhm. Bin ich eigentlich die Einzige, die arbeitet, oder? Wir alle, wir sind schwer beschäftigt, wir haben viel zu tun. Ey, wir haben 140.000. Mides? Ja. Meine kleine Perle, kannst du mal gucken, was wir noch für Tiere pflanzen können? Moment, wir gucken jetzt erstmal, was übrig bleibt, wenn wir die Tierchen alle gefüttert haben. Okay, das ist auch eine gute Idee. Das glaube ich, meine Idee, oder? Ja, das ist eine gute Idee. Sehr gut, sehr gut. Ich bin sehr stolz auf dich. So, da reißt einer irgendwelches Zeug aus dem Boden. Jo. Der Spargel ist jetzt fertig. Was soll man pflanzen? Spargel? Keine Spargel, Ahnung. Der dauert so lange. Zucchini? Salat ist fertig. So, Spargel immer noch 190.000, ne? Boah. Und jetzt gibt's noch mehr. Jetzt gibt's hier noch einmal eine Runde Fische. Tada! Die Brunnen sind auch schon wieder fertig. Hans, ja, wo bist du? So eine feige Socke. Weißt du, er braucht ja nicht in Dings kommen. Er braucht sich ja nur hier hinstellen und ernten. Er braucht nichts tun. Nur die Brunnen ernten. Das ist ja nicht zu viel verlangt. Alles muss man selber machen. Mann. Der Salat muss auch schon wieder gegossen werden. Tiere pflanzen klingt gut, ja, das auf jeden Fall. Ich meine, vor allem, wenn man hier Hühner pflanzt, kann man nachher aus dem Boden Eier rausreißen. Ich finde, das ist auch ideal. Das kann man Kindern auch mal so zeigen, um ein bisschen was für die Natur so beizubringen. Leben auf dem Bauernhof, ja, ab. Genau. Was soll's, das geht auch hier, du. Da können die mal sehen, wie das Landleben so funktioniert. Ja. Das ist doch toll. Das ist suboptimal. Gerade. Hammer. Wir haben alle. Wir haben alle Tiere. Ja. Was? Und sind noch 83.000 übrig? Wow. Ja. Und die sind noch alle gefüttert. Und alle Fische? Wow. Wenn wir alle Fische und alle Tiere haben, dann könnten wir uns immer den Blümchen widmen. Mama. Weil so langsam müssen wir ja wirklich mal aufstocken, ne? Dann könnten wir uns um die Blümchen kümmern, oder nicht? Bist du sicher? Nein, aber ja, was doch, soll's? Das Blumen doch, nee, das ist sicherlich nicht verkehrt. Davon haben wir mal relativ wenig am Start. Das ist wohl wahr. Andrina macht dich morgen dem Hai zum Frühstück, glaub's mir. Mein Freund. Wir Hai beide. Hai happen, yeah. Du kommst morgen als Haifutter ins Meer, du. Aua. Haben wir noch Haiköder? Nee, Hans ist noch nicht eingeloggt. Handzappen. Ja, genau. Ich mache das gerade mit Absicht. Hast du Oregano ein bisschen mehr gepflanzt jetzt oder nicht? Nein, ich habe den nur umziehen lassen. Ah, ich habe den nur in die Luft reinziehen lassen. Oh, wow. Was ist denn? Regen. Sigi hat mich überwalzt. Und es tat so gut. Ja, ich weiß. Einfach mal Andrina einen auf den Sack geben, ist auch richtig gut. Ach Mensch, Andrina, du weißt ganz genau, wie das meine. Und ich hab gelacht. Himmel, Arsch und Zwirn. Wenn du morgen krank bist, lieber Hans, ne? Ich weiß, wo Ösiland ist. Ösiland? Mhm.
Ist das eine Nähe von, nee, sei lieber nicht jetzt. Das ist direkt neben den Schweizern. Neben der Toblerone. Es reicht. Was reicht? Oder Liechtensteiner. Nicht. Sagt sie nicht, es reicht. Sagt, es reicht nicht. Bei den Bergmenschen, genau. Mhm. Noch ein Scheiße. Du hast gerade nicht sagen aus. Oh, der arme Hans kriegt schon wieder so viel Feuer heute. Ja, aber das ist normal. Das ist, jetzt das ist er schon nicht im Spiel und kriegt trotzdem Feuer. Weißt du ja, so? wir nutzen da jede Gelegenheit. Wir sind da sehr kreativ, was das betrifft. Der braucht ja einen ganzen Tag. Dankeschön, Ehemann. Ja, immer wieder gern. Ich weiß zwar auch nicht, warum ich mir das antue, aber was soll's. Wir brauchen Geld für die Blümchen, für die Ladies. Ja, natürlich. Oh, gucke mal. Oh, wie schön das wird. Oh, ich liebe euch. Oh, ihr seid so toll. Aha. Oh, gucke mal. Wo bist du denn jetzt? Bei den Blümchen. Ja. Bei den Blümchen. Bei dem Unkraut. Oh, so schön. Ich liebe es. Hilfe, schnell weg. An wieder hoppelt. Ja, hier ist ja richtig Party, ne? Andrina hoppelt. Schnell weg. Oh, das sieht so wunderschön aus. Ich liebe es. Du musst ich stell dir da eine Bushaltestelle hin, dann sieht das noch ein bisschen stimmiger aus. Ja, kann man noch machen. Tut euch keinen Zwang an. Es geht durchaus. Kostet Schleifen. Ja, macht nichts. Wir schleifen. Ja, nein, wir wollen Schleifen. Nee, wir haben 17. Nee. Ich bin geizig. Kostet vier Schleifen. Jo. Oh. Deswegen habe ich einen Rosmarin nicht gepflanzt, weil der kostet nicht auch Schleifen. Aber brauchen wir den? Aber. Mehr aber. Wird's. Ja, ich meine, dann ich müssten wir aber 9, 18 Stück, ne? 18 mal 4 Schleifen. Hm. Oder würde mein Herz. Mal eine. Würde dein Herz anfangen zu bluten. 18 mal eine, also 18 Schleifen, die haben wir ja nicht mal. Hm. Gucke mal, Quietscheentchen. Meh, meh, meh. Ich liebe meine Quietscheentchen. Na Quarz, liebst auch die Quietscheentchen, Jörn, ne? Dann möchtest du gerne spielen, ne? Ach, Quietscheentchen nur mit mir. Ja, die habe ich dir ja letzte Woche extra geschenkt. Oder hier reingebaut. Genau. Bevor du. Also frech war. Bevor du zu deiner Frau hinkomplimentiert wurdest. Ja, genau. Nicht entführt. Ja, obwohl. Inkomplimentiert heißt das. Nein. Meine Frau hat auch gesagt, ich hätte noch ein bisschen länger hier bleiben. Hätte ihr nichts ausgemacht. Oh, Ehemann, machst Möhrchen. Du solltest das Mikro anmachen, wenn du mit uns redest. Ich habe ihn drüben gehört. Ach, deswegen werde ich hier immer ignoriert. Ich habe schon angefangen, Panik zu kriegen. Ich höre ihn nebenan reden und denke so, warum kommt nichts über meine Kopfhörer? Aha. Oh, Leute, die... Nicht in dein Körbchen stecken, das gehört in mein Körbchen. Also mit dem Brunnen hast du dir selber keinen Gefallen getan. Ach komm, so viel Talerchen, wie dabei rumkommen. Das sind nur 25 Taler. Ja, aber mal 10 sind das 250. Ja, und? 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 So, muss ich aber eine Pause machen. Ich darf vorne schon wieder anfangen, guck mal. Ja. Ich gucke nicht hin, ich sehe das nicht. Ich sehe das nicht. Hans, guck mal, wenn du sagst so, du liebst uns und so, ne? Aber weißt du, uns reich machen, das willst du nicht, ne? Ja,
Oder nicht, Ehemann? Ja, auf jeden Fall. Also... Ah, was ist das? Oh, Ach, kannst du uns bitte vorwarnen? Wieso? Weil das wehtut in den Ohren? Das war laut. Ich hab nichts gehört. Lol. Nein, das heißt, selber essen macht fett. Aber egal, das könnt, kennt ihr Ösis nicht. So. Essen oder fett? Nein, er sagt, selber essen macht den Magen voll, aber das heißt, selber essen macht fett. Guck mal, Sigi mag mich wenigstens. Ach ja. Ich hab dich immer gemocht. Oh Gott. Zu viel Liebe, lass sein. Ich habe so hart an meinem schlechten Ruf gearbeitet. Siehste, ich habe eine Nachricht bekommen von jemand im Chat, im Schreibchat vom Steam. Ja. Er hat geschrieben, das tut im Ohr nicht weh, das Rascheln. Das ist praktisch wie Musik. Ah ja. Hat der zufällig hat der zufällig ein Gehörgerät oder irgend ähnliches? Warum? Alternativ keine Ahnung von Musik. Also. Oh, Bäume. Und vor allen Dingen Geldbaum abernten. Ja. Wichtig. Ja. 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 Damit ich. Klingeling. Kannst du gleich mal kurz reingucken in deinen GB, ob ich da jetzt was reingedippert habe? In mein GB, also mein Gästebuch. Kannst du mal mit Deutsch reden? Ey, ist das wirklich unfassbar. Das war doch Deutsch. Dein GB. Ja, was denn? Ja, ich lieb dir Bäume auch. Bäume ernten. Ich lieb dir auch. Bäume ernten, hast du doch gesagt. Ja, ja. Ja. Und der beschwert wow, sich. Wow, wunderschöne Farm. Und gucke mal, Sigi ist heute der Erste, der auf mein Gästebuch schreibt. Weil du hast ja letztes Mal beschwert, genau, dass ich nicht reingeschrieben habe. Und ich habe reingeschrieben. Aber weißt du, wer heute nicht reinschreibt? Nee. Hans. Ja, weil er nicht da ist. Siehst? Der ist nicht da. Siehst? Hallihallo? Auf was wartest du? Aber ich bin anwesend. Money. Ah. Auf Geld? Oh, warte, ich ernte die, nein, ich ernte schnell die Dings. Ich guck gerade durch, was ich am besten lukrativ erstmal mache. Ich sag ja, ich brauche mich um meine. Ich habe die besten Spiele ever am Haken. Er hat da gerade Luft gelassen. Wieso Luft? Ich sag ich doch, wer hat da gerade Luft gelassen? Bugs Bunny. Das waren Bernie und Erd. Bernie und Erd, genau. Hey, Mann, ich liebe dir. Oh, wie geil. Wer kennt Bernie und Erd? Na klar. Also, wenn Lavisina Bernie und Erd kennt. Ich kenne die. Nein, du kennst Ernie und Erd, aber nicht Bernie und Erd. Ich kenne auch. Wieso? Okay. Das traue ich dir nicht zu. Lavisina, ich traue dir so viel zu, aber Bernie und Erd kennst du nicht. Also. Wieso sollte ich die nicht kennen? Das traue ich dir nicht zu. Warum nicht? Könnt mir mal jemand den Witz erklären, bitte? Ja. Also. Ich frage mich gerade, ob wir dir raten sollen, danach zu googeln. Ich habe es auch gerade nicht. Also das ist, ich hab's man auch ist da sehr zwiegespalten, sagen wir es mal so. Dann kommt sie nie wieder auf meine Farm. Das kann ich nicht machen. Also ich verstehe den jetzt wirklich nicht. Tut mir leid, du ich kenne natürlich Bernie und er. Ja.
Das war nämlich auch der Witz. Also ja. Ernie und Bert kennst du auf jeden Fall, da bin ich mir sicher. Aber Bernie und Erd... Die gibt's halt auch. Die gibt's auch, aber ich glaube, das ist nicht so dein, dein Genre. Ja, ach, dann gib mal die Post ab. Meine Frau ist liebe Grüße, ja, liebe Frage, Grüße. Liebe Grüße. Liebe Grüße von denen. Schöne Grüße zurück. Dankeschön. Danke. Ich dachte, Mides heute schon wieder die zweimal Katzen, gießen oder? Muss man nicht, Sigi, gell? Ja? Zweimal gießen muss man nicht. Ach so, ich hab gedacht, ich muss ja dir hinterher gießen. Nochmal ach nachgießen. So. Du weißt, ich bin so frech. Lavisina, ja. Bernie und Erd sind aus dem Popo-Club. Aha. Okay, den kenne ich nicht. Musst du auch nicht. Dann klär mal auf. Nein, mehr muss ich in meinem Stream nicht aufklären. Doch, nein. Ich hätte gerne die komplette Erklärung. Ja, das kann ich dir nach dem Stream geben, aber nicht während des Streams. Deswegen bin ich mir ganz doll sicher, dass du die nicht kennst. Ja. Aber irgendwie stehen die Brunnen alle irgendwie nicht zusammen, ja, und vor allen Dingen... Nein, die stehen nicht monkmäßig zu irgendwie... Da einmal ist die Kurbel auf der einen Seite, einmal ist die Kurbel auf der anderen Seite. Angina? Ja? Wenn es nach deinem Monk-Auge nicht stimmt... Dann bau die Brunnen doch ab, ja, ich weiß. Du weißt doch, mit Z. Das Z löst all deine Probleme. Matt Mickey hat geschrieben, Bernie und Erd ist auch nicht, so, nicht jugendfrei. Schlimm mit euch, da geht man mal Kaffee holen. Bernie, und Erd, Bernie und Erd sind auf... Ich dachte, du machst den weg. Schockschwere Not, mein Herz. Nein, Bernie und Erd sind auch auf YouTube zu finden. Hat Matt Mickey geschrieben. Und Mides, du bist wirklich also einzigartig, ne? Also unfassbar. Ich sag nur ein bisschen was und sie ist sofort da und Hammer. Ja. Absolut Hammer. Ja. Ich bin ja schon die ganze Woche so und deswegen hat mich auch nirgendwo gezeigt, dass keiner eine Vorahnung hatte, was auf die zukommt heute. Wir müssen solche Sachen demnächst mehr nach dem Stream besprechen. Genau. 1,43. Ja, wieder was dazugelernt, kann man auch sagen. Es soll Leute geben, die den Stream noch gucken nachher, ne? Ja. Deswegen. Das ist der Weg. Vorgefahren sein bei mir. So, jetzt müssen wir Monk-Auge zufrieden. Nee, noch nicht. Der ist richtig. Ein Brunnen. Der hat sich dann versteckt. Der hier. Ja. Und die richtet ihr jetzt ernsthaft alle auf Millimeter aus, oder? Nein, das muss sein. Dass die Kurbel nach links guckt. Hä? Menno! Ja? Frau! Was soll das? Das wollte ich jetzt hier mal gemacht haben. Aber ich wollte. Ich wollte nur schneller sein. Ich wollte nur mal sagen, man sieht deine Augen trotzdem, Sigi. Aber sind dunkel. Der Schnauzer. Der Schnauzer, das sieht aus wie so ein. Ja, komm! Ich komm nicht drauf. Wieso? Andina? Ich komm nicht drauf. Komm, erzähl, komm, sag. Tschüss. Ja, von wegen, tschüss. Was hast du jetzt damit gemeint? Naja, sie sind so ein Gigolo. Eine Rotzbremse wie ein Gigolo. Aha.